Mache ich das jetzt sentimental oder lustig? Vielleicht so eine Mischung aus beidem. Jo Leute, ein Sebastian hier und wir haben es tatsächlich endlich geschafft. Wir haben auf diesem Kanal die 5000 Abonnenten geknackt. Das ist eine so unvorstellbar große Zahl. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass es irgendwann mal soweit sein könnte, dass wir 5000 Leute hier sind. Aber jetzt ist es endlich soweit und das habe ich euch zu verdanken. Ich möchte euch danken, dass jeder einzelne von euch auf Abonnieren gedrückt hat und gedacht hat, yo, der Sebastian, der macht ganz coole Videos. Ich werde auch weiterhin mein Bestes geben, euch zu unterhalten und euch guten Content zu liefern, aber jetzt möchte ich auch gar nicht mehr lange um den Heißbrei rumreden, denn ich habe ein kleines Video gefilmt für euch, das heißt meine YouTube-Geschichte und das geht jetzt los. Viel Spaß! Mein Name ist Sebastian und solange ich auf YouTube unterwegs bin, so lange halte ich auch schon mein Alter geheim. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mich für mein Alter schäme, sondern vielmehr geht es mir dabei darum, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand meinen Content aufgrund meines Alters beurteilt. Meine Hoffnung ist, dass damit den Leuten die Identifikation mit meinen Videos erleichtert wird, weil ich für sie halt jedes Alter sein kann, was sie sich wünschen. Vielleicht bin ich 17, vielleicht bin ich 50, vielleicht bin ich irgendwas dazwischen. Wer weiß das schon so genau? Es ist meiner Meinung nach vollkommen egal. In meiner Welt spielt Alter einfach keine Rolle. Was aber eine Rolle in meinem Leben spielt, ist YouTube. Mein erster Upload auf dieser Plattform war 2007. Das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Das ist so heftig und es gibt wirklich keine andere Internetplattform, die mich so sehr geprägt, verfolgt und beeinflusst hat wie YouTube. Scheiß auf Facebook, Twitter oder Instagram, keine dieser Plattformen konnte jemals diese Gefühle in mir wecken, wie es YouTube geschafft hat. Und wie in jeder Beziehung hatten auch YouTube und ich unsere Hochs und Tiefs. Manchmal haben wir den Kontakt sogar komplett abgebrochen, nur um dann später unsere Liebe wieder komplett neu aufblühen zu lassen. Es ist wirklich beinahe unmöglich, mich zu beschreiben, ohne meine Verbindung mit YouTube zu beschreiben. Weshalb ich das jetzt auch gar nicht versuchen werde. Während meiner Abi-Zeit zum Beispiel habe ich angefangen, Videos hochzuladen, die ich für irgendwelche Schulprojekte gemacht habe, für Schüleraustausche, war das der richtige Plural? Irgendwelche Referate und so weiter. Und es hat mir halt einfach mega viel Spaß gemacht, mich auf diese kreative Art und Weise auszudrücken. Nach meinem Abitur habe ich dann natürlich eine Ausbildung angefangen zum Bankkaufmann. Warum das passiert ist, ist an sich ein Video für sich selber wert, weil es echt eine längere Geschichte ist. Falls es euch interessiert, schreibt es mir in die Kommentare, dann mache ich dazu auch mal ein Video. Zum Beginn der Ausbildung war es dann auf jeden Fall so, dass ich meinen ersten richtigen YouTube-Kanal angefangen habe, wo ich wirklich regelmäßig Videos hochgeladen habe. Anfangs jede Woche eins, dann jede Woche sogar zwei. Und ich war für damalige Verhältnisse auch echt mega erfolgreich. Also ich konnte mich nicht beschweren, eigentlich. Ich hatte ein stetiges Wachstum an Abonnenten. Leute haben meine Videos geschaut, haben aktiv kommentiert. Es hat sich so eine richtige Community gebildet und das fand ich echt schön. Aber es gab ein paar Sachen, mit denen ich damals halt einfach nicht klargekommen bin. Zum Beispiel, wenn irgendein Video schlechter performt hat als die anderen. Sei es mit Kommentaren, Like-Dislike-Verhältnissen, Views, all sowas hat mich total kaputt gemacht im Kopf. Wenn ein Video nur mal 100 Views weniger bekommen hat als ein anderes, war ich am Boden zerstört. Und auch wenn mal nur ein Hater-Kommentar kam, also so ein richtig dumpfes Hater-Kommentar, was eigentlich überhaupt gar keinen Wert in diesem Universum hat, hat es mich trotzdem so getroffen und belastet, dass ich alle anderen positiven Kommentare ausgeblendet habe. Deshalb entschloss ich mich dann nach weniger als einem Jahr dazu, meine Bankkarriere zu verfolgen und dieses Kinderspiel YouTube halt einfach wegzuschmeißen und zu sagen, pff, jetzt bin ich erwachsen, jetzt werde ich richtiger Banker und so. Ich glaube eigentlich nicht wirklich daran, dass man in seinem Leben Fehler machen kann, weil alles, was einem Negatives passiert und was man auch selbst zu verantworten hat, was einem Negatives passiert, ist eine Situation, aus der man dann halt was lernen kann und sollte. Und nur wenn man daraus nichts lernt, ist es ein Fehler, in meinen Augen. Aber obwohl ich aus dieser Situation gelernt habe, würde ich es trotzdem als Fehler betiteln, dass ich damals einfach aufgehört habe und mehr hier drauf gehört habe als hier drauf. Ich zeige gerade auf mein Herz, ich glaube, man sieht es nicht. 3 Jahre lang war ich dann nur noch passiver YouTube-Konsument. Ich habe sehr, sehr sporadisch nur noch Videos geschaut, was halt auch damit zusammenhing, dass ich
mit meinem Bankjob nicht so viel Freizeit hatte, dass ich Videos hätte gucken können. Der Job hat komplett mein Leben übernommen und ich hatte wirklich keine Zeit, Videos zu schauen. 2015 habe ich dann endlich bemerkt, dass diese ganze Bankwelt oder überhaupt diese Welt, in der ich da gelebt habe, nichts für mich ist. Ich konnte mich nicht mit den Träumen meiner Kollegen identifizieren oder meiner Kommilitonen, weil ich hatte nebenbei auch noch angefangen zu studieren und es war so viel, was auf mich einprasselte, was ich alles nicht verarbeiten wollte. Ich wollte mich dieser Welt nicht mehr hingeben. Ich wollte nicht dieser anzugtragende, austauschbare Mensch werden in so einem komplett gesteuerten System mit dem einzigen Lichtblick, irgendwann vielleicht mal in Rente gehen zu können und dann 5,30 Mark rauszubekommen. Es war einfach nicht meine Welt gewesen. Ich glaube, es läuft ein bisschen darauf hinaus, dass ich mich allgemein nie wirklich so einer Gruppe zugehörig gefühlt habe, so mein ganzes Leben lang schon. Ich habe mich immer so ein bisschen als anders gesehen. Und da war es natürlich nur logisch, dass ich mich in dieser 0815-Welt, die das nun mal war, nicht wirklich wohlgefühlt habe. Auf jeden Fall habe ich dann von einem auf den anderen Tag meinen Job gekündigt, die Uni hingeschmissen und wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nur, dass ich das nicht machen will. Zu Selbstfindungszwecken bin ich dann auf Weltreise gegangen und es hat ungelogen keine 2 Wochen gedauert, dass ich mein Handy rausgeholt habe und einfach angefangen habe zu vloggen. Daily. Das Ganze habe ich dann noch mehr oder weniger die 8 Monate meiner Weltreise durchgezogen. Wirklich jeden Tag irgendwie ein Video rauszuhauen. Und die ersten 3 Monate habe ich sogar auf meinem iPhone 5S, das ist jetzt mein aktuelles Handy, aber auf meinem iPhone 5S habe ich meine ersten 100 Videos oder sowas geschnitten. Und das soll mir mal einer nachmachen, weil auf so einem kleinen Bildschirm irgendwas hinzubekommen, ist eine Herausforderung für sich. Und dann auf den Frame genau zu schneiden, probiert es einfach mal selbst aus, ladet euch irgendeine Schnitt-App für euer Handy runter und probiert es aus. Es ist machbar für gewisse Zeit, aber 100 Tage lang, ich habe irgendwann wirklich ungelogen schlechte Augen davon bekommen. Weil ich so da gesessen habe, um den Frame genau zu treffen. Und nach den 3 Monaten ist mir halt dann irgendwann aufgefallen, oh wow, wenn ich hochgucke in die Ferne, sehe ich nichts mehr. Es war alles nur noch verschwommen. Und es ging auch nicht nach 5 Minuten wieder weg oder sowas. Ich musste richtig Entzug machen. Soll heißen, ich habe mir dann meinen Laptop bringen lassen und habe dann auf dem weitergeschnitten. Das ist aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte, auf die ich eventuell nochmal eingehen werde. Was eigentlich das Wichtige aus dieser Zeit für mich war, ist, dass mich diese YouTube-Welt, dieses Videos machen, wieder so in den Bann gezogen hat, dass mir die Weltreise komplett egal wurde. Es war mir so viel wichtiger, meine Videos zu machen, um mich irgendwie kreativ auszudrücken, als irgendwas von dem Land zu sehen, wo ich gerade dann in der Sekunde war. Es hat mir einfach wieder so viel Spaß gemacht, meine Gedanken mit der Welt zu teilen und halt auf dieser Form mit der Welt zu teilen, dass alles andere verschwommen ist, wie halt mit der Sicht. Das Problem an der ganzen Geschichte war dann halt bloß, dass ich nach diesen 8 Monaten, als ich wieder in Deutschland ankam, immer noch nicht wusste, womit ich jetzt eigentlich mein Geld verdienen will. Mein YouTube-Kanal hat zur damaligen Zeit irgendwie 50 Cent im Monat abgeworfen, also mich damit selbstständig zu machen, war nicht wirklich eine Option für mich. Doch das Schicksal meinte es gut mit mir, weshalb ich dann nach nicht mal 2 Wochen, die ich wieder in Deutschland war, bei Mediakraft als Cutter angefangen habe. Ich habe dafür meine eigentliche Heimat Frankfurt am Main hinter mir gelassen und bin nach Köln gezogen, wo ich heute immer noch wohne. Ein ganzes Jahr lang war ich dann bei Mediakraft als Cutter, Video-Editor, Kameramann angestellt. Es war echt eine super schöne Zeit. Ich konnte auf einmal mit dem, was mir Spaß macht, Geld verdienen. Das war sowas von verrückt für mich. Ich habe auf einmal Videos für YouTuber geschnitten, die Millionen von Abonnenten haben. Videos, die ich gefilmt und geschnitten habe, haben auf einmal Hunderttausende und Millionen Views bekommen. Das ist immer noch heute auch so surreal für mich. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich scheinbar wirklich was kann. Und das, obwohl mein eigener Kanal zu dem Zeitpunkt immer noch nur 1000 Abonnenten hatte, hatte ich auf einmal das Gefühl oder die Bestätigung, dass ich das Wissen habe, um so viel mehr Menschen glücklich machen zu können. Nach einem Jahr kam dann aber der Zeitpunkt, dass ich bei Mediakraft nicht mehr wirklich die Möglichkeiten gesehen habe, mich irgendwie weiterzuentwickeln. Aufstiegsmöglichkeiten waren nicht wirklich vorhanden und das Klima im Betrieb war halt auch einfach so, dass es mich total aggressiv gemacht hat, um es mal ganz
ehrlich zu sagen. Und ja, und eigentlich auch fast schon so ein bisschen hat depressiv werden lassen. Also zog ich im April 2017 einen Schlussstrich und beschloss, mich als Kameramann, Cutter und Fotograf selbstständig zu machen. Nicht wissend, wie und ob ich so überhaupt Geld verdienen könnte. Weshalb YouTube und ich dann auch mal wieder eine kleine Beziehungspause einlegen mussten. Ich wusste einfach, dass ich mich nicht auf meinen Kanal konzentrieren kann, wenn ich nicht mal weiß, ob ich nächsten Monat meine Miete zahlen kann. Doch jetzt, gut ein halbes Jahr später, habe ich diese Sorgen zum Glück nicht mehr und habe endlich wieder freie Kapazitäten in meinem Kopf, um mich hier auf meinen YouTube-Kanal zu konzentrieren. Ich bin einfach sowas von froh, dass YouTube so ein großer Bestandteil von meinem Leben war und immer noch oder sogar mehr denn je ist. Ich habe selbst keine 100.000 Abonnenten oder sowas. Ich verdiene mit meinem eigenen Kanal kein Geld und die Anzahl an Leuten, die meine Videos schauen, ist überschaubar. Ich kenne eigentlich jeden, der meine Videos schaut und halbwegs regelmäßig kommentiert, mit Vornamen. Aber ich finde das nicht schlimm. Das kann meinetwegen auch für immer so weitergehen, dass ich irgendwie 4.000 Abonnenten habe und ein paar hundert Leute meine Videos schauen. Weil ich einfach schon so viele schöne Erinnerungen durch YouTube bekommen habe, ohne Fame zu sein. Ich habe schon so viele tolle Menschen kennenlernen dürfen. Viele von denen sind auch immer noch ein so großer und wichtiger Bestandteil in meinem Leben. Und ich bin schon so gespannt, wen ich denn sonst noch so alles kennenlernen werde. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche YouTube-Stars oder sowas, sondern einfach interessante Persönlichkeiten, wie zum Beispiel dich, du, der oder die hier gerade mein Video schaut. Ich habe mit YouTube angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat, Videos zu produzieren. Und ich werde mit YouTube weitermachen, weil es mir Spaß macht, Videos zu produzieren. Der Punkt, an dem Geld für mich mit YouTube in Verbindung kam, war der Moment, als ich damit aufgehört habe, weil ich gedacht habe, yo, du verdienst irgendwie 80 Euro im Monat oder was auch immer ich damals bekommen habe. Das ist es nicht wert, damit kannst du dich nicht selbst finanzieren, du hörst jetzt auf und machst mit der Bank Kacke weiter. Diesen Gedanken werde ich nicht nochmal haben, weil ich mir selber nicht mehr verbieten werde, Spaß zu haben. Ich bin froh, dass mein Leben momentan so ist, wie es ist und ich bin gespannt, was die nächsten 10 Jahre noch so kommen wird. Und ich freue mich darauf, diesen Weg mit euch zusammenzugehen.